Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Jetzt kommt für die FDP der Abg. Dr. Naas. Stefan, bitte. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Einzelplan 7 betreten wir ja den Bereich unseres Superministers, zuständig für Wirtschaft, Verkehr, Wohnungsbau, Energie, die vier zentralen Felder für das kommende Jahrzehnt. Hier wird die Zukunft Hessens gemacht. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass alle diese Politikfelder bei einem konzentriert sind, nämlich beim stellvertretenden Ministerpräsidenten und Superminister Tarek Al-Wazir, ausgestattet mit zwei Staatssekretären. Man kann sagen, drei smarte Coverjungs. Und ich habe mal so ein paar Cover mitgebracht. Ja, so sieht das dann aus. Hier ist das Bild ein bisschen. Zeig uns das auch mal, das hätten wir gerne mal gesehen. Ah ja, gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Blick hinter die Fassade dieser bunten Bildchen zeigt aber, man muss gönnen können. Der Blick hinter die Fassade zeigt aber, die PR ist top, aber die Resultate sind leider, Herr Minister, ein Flop. Was macht denn der Wirtschaftsminister, wenn es um die Gründerförderung geht? Und Frau Kollegin Müller, da haben Sie noch eine ganze Menge zu tun. Denn beim Thema Fintech etc. ist Hessen gerade abgestürzt, nämlich um 44%, ganz hinten. Laut Start-up-Barometer sind wir im Bereich Banking and Finance, ist ja für Frankfurt kein so unwichtiger Bereich, mit 2% der bundesweiten Investitionen noch dabei. Kompliment. Ein Armutszeugnis. Wir haben konkrete Anträge im letzten Jahr dazu gestellt, sind alle abgelehnt worden. Wäre vielleicht besser gewesen, Sie hätten zugestimmt. Zweites Thema, Sonntagsöffnung. Der Einzelhandel, die Innenstädte kämpfen gegen den Onlinehandel. Alle leiden. Aber am Anlassbezug wird in diesem Haus eisern festgehalten. Und vom Wirtschaftsminister an dieser Stelle gar nichts, eisernes Schweigen. Da hätte ich mir gewünscht, dass Sie mal eine wirtschaftliche Position für den stationären Einzelhandel in Hessen vertreten und endlich Abstand nehmen vom Anlassbezug. Denn der ist völlig aus der Welt und aus der Zeit gefallen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja Chancen vertan. Aber schauen wir mal, was der Verkehrsminister macht. Straßenbauen? Fragezeichen, Fehlanzeige. 100% Sanierungsquote, und Frau Kollegin Müller, Sie sind ja noch stolz drauf. Schauen Sie sich einmal die Investitionsquote an, historisch niedrig mit 7,5%. Aber Trick 17 gibt es ja, die Bundesmittel einfach addieren, schon ist man wieder über 1 Milliarde. Und wenn man dann natürlich noch die Baukostensteigerung außen vor lässt, dann ist man bei hohen Zahlen und kann von historischen Allzeithochs sprechen. Leider kommt das aber unten nicht an. Leider kommt es unten nicht an. Es ist eben so, dass wir weiter hinterherbauen. Der Kollege Eckert hat es gesagt. Und jetzt nenne ich mal den Frankfurter Bogen. Sie werden, lieber Herr Minister, auch im Frankfurter Bogen bei aller Liebe zum ÖPNV nicht ohne neue Straßen und auch ohne neue Landesstraßen auskommen. Und wenn ich mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir dann die Ortsumgehung des vordringlichen Bedarfs anschaue, die alle verschoben sind, und das Geeire, was wir gestern gehört haben zur B254 hier in diesem Plenum, muss ich sagen, ist das einfach zu wenig, um eine vernünftige und vor allem ideologiefreie Verkehrspolitik in Hessen zu machen. Und da sind wir, Herr Minister, bei unserem gemeinsamen Lieblingsthema, und das sind die Radwege. Da sind Sie, schreibt die FAZ, ja mit dem Platten liegen geblieben. Denn Sie haben nicht von mir, Sie haben 59 Radwege bauen wollen. 59 Radwege bauen wollen, und Sie haben 7 fertig. Und wenn Sie sich da mal die Zahlen angucken, Frau Kollegin Müller, in Hessen wird halb so viel pro Kopf investiert wie in Nordrhein-Westfalen. Interessant, gerade im Radverkehr. Und wenn ich die Radschnellwegverbindungen nehme, da haben wir einen konkreten Gesetzentwurf vorgelegt, wo wir auch immer noch Hoffnung haben, dass Sie dort einsteigen, weil welcher Minister wehrt sich schon gegen neue Kompetenzen? Da kenne ich nur einen, und das sind Sie.
Sie haben stattdessen weiter Doppelverwaltung aufgebaut, neue Stellen bei Hessen Mobil, neue Stellen im Ministerium. Am Ende sollen die Kommunen weiter verantwortlich sein. Das ist eine komfortable Position, denn jeder Radweg, der eingeweiht wird, da sind Sie dabei, weil Sie waren mit dem Scheck dabei. Und jeder Radweg, der nicht gebaut wird, Schwarze Peter, Kollege Eckert, da sind natürlich die Kommunen schuld, die nicht vorangekommen sind. Und genau so war ja auch Ihre Argumentation, Frau Kollegin Müller. Und da sage ich Ihnen mal eins, wo würden Sie heute mit Ihren Radwege-Schnellverbindungen stehen, wenn Sie die Kommunen nicht hätten? Und da sage ich Ihnen auch eins, die Kommunen waren die Ersten, die das initiiert haben, Darmstadt, Frankfurt. Und die Kommune Steinbach war in dem zweiten Paket dabei. Und deswegen lasse ich mir auch nicht sagen, dass wir hier irgendwie gebremst hätten. Halten Sie sich bitte an diesem Punkt auch an die Fakten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht es weiter mit Hessen Mobil? Auch da, wir haben verschiedene Anfragen gestellt, gibt es ja keine klare Aussage. Und genau durch diese Politik des Verharrens hat ja das Bundesland Hessen auch die Bundesautobahninfrastrukturgesellschaft erst gar nicht bekommen und ist leer ausgegangen. Und damit wird der Pflegefall Hessen nun aus drei Nachbarländern, was den Straßenverkehr angeht, betreut. Und wo ist da unser Superminister gewesen? Was macht der Verkehrsminister beim Thema Flughafen? Abwarten, Tee trinken. Die großen Themen, die uns heute beschäftigen, sind nicht Fluglärm, sondern die großen Themen sind, wo ist die Übertragung der Sicherheitskontrolle zurück nach Hessen? Die Landesregierung ist uns bis heute eine Meinung schuldig. Und FDP und SPD, muss ich leider konstatieren, haben hierzu konkrete Vorschläge gemacht. Sie haben das alles abgelehnt. Und genauso ist es bei der Drohnenabwehr. Da werden Sie sagen, es ist der Innenminister zuständig. Es ist uns an dieser Stelle egal, weil es ist ein entscheidendes Kriterium, ob dieser Flughafen weiter funktionsfähig bleibt. Denn es ist der wichtigste Flughafen, nicht nur in Deutschland, sondern mit in Europa. Und da sagen Sie ja, wir verteidigen Wasser, wir verteidigen weiter mit Wasserstrahlrohren, bis der Bund dann endlich einmal in die Pötte kommt. Ich kann sagen, wenn jedes Pilotprojekt an Frankfurt vorbeigeht, egal ob es die Drohnenabwehr ist, die nach Hamburg geht, oder die Sicherheitskontrolle und die neuen Scanner, die in Köln jetzt erprobt werden, dann ist das ein Armutszeugnis für diese Regierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der größte Erfolg des Ministers war bisher die Elektrifizierung der A5. Für sage und schreibe 2 Lkw bei Kosten von rund 30 Millionen €, der berühmte E-Highway. Und da muss man sagen, die PR-Arbeit ist in der Tat exorbitant gewesen. Und dennoch stellt sich die Frage, ob das Projekt wirklich zielführend ist, vor allem mit eben nur 2 Lkws in dem Fall. Und wäre eine Lösung mit Wasserstoff oder mit synthetischen Kraftstoffen hier nicht sinnvoller als Autobahn mit Oberleitung? Denn Güterverkehr unter einer Oberleitung, den haben wir schon, und der heißt Eisenbahn, lieber Herr Minister. Neue Schienenprojekte? Fragezeichen. Verwirklichung der Regionaltangente West, der nordmainischen S-Bahn, alles alte Projekte, die langsam vorangehen. Flatrate-Tickets dafür rühmen Sie sich immer im ÖPNV, sicherlich eine gute Sache, helfen aber nicht gegen überfüllte Züge. Und, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommt der Minister allen Ernstes auch noch mit der Einrichtung von 3 Professuren für die Erforschung des Radverkehrs um die Ecke. Und da muss ich sagen, da wird Hessen wirklich spitze sein. Aber es wäre ja vielleicht auch ganz gut, dass Hessen mal wieder einen Nobelpreis bekommt. Seit 1988 hatten wir keinen mehr. Dass es nur ausgerechnet im Radverkehr sein muss, da würde ich mir vielleicht andere Felder eher wünschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was macht denn, und das ist der vierte Punkt, was macht denn eigentlich der Wohnungsbauminister? Der Wohnungsbauminister. Die Mietpreisbremse ist ausgeweitet worden. Die Bürokratie wächst munter in Hessen. Wir haben überbordende Baustandards. Und wir haben vor allem Probleme mit den Deponiekapazitäten. Der Erdaushub ist ein echter Kostenfaktor. Ist der Wirtschaftsminister hier vielleicht ab- oder untergetaucht in diesem Erdaushub? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
kann sich kaum einer noch einen Keller leisten, wenn Sie weiter die Deponiekapazitäten so verknappen in dieser Landesregierung. Und das wäre ein Punkt, wo Sie sich einsetzen müssten, damit Wohnungsbau in Hessen bezahlbar bleibt. Und genauso ist es bei dem Thema Sand und Kies, der immer teurer wird. Das ist ja der einzige Rohstoff in Hessen, den wir im Übermaß haben. Aber durch die Verknappung, und zwar die künstliche Verknappung von Kapazitäten, wird auch das immer teurer. Und da wäre es vielleicht auch mal ganz gut, darüber nachzudenken, ob man Geodaten, die das Land ja hat, vor allem ihre Verwaltung, ob man die nicht kostenlos bereitstellen kann. Auch da gibt es noch Verwaltungsgebühren, und auch da werden noch Kleinbeträge erhoben, wo ich die Frage stelle als Liberaler, ist der Aufwand nicht höher als der Ertrag? Und auch da könnte das Land mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht auch ein kleines Zeichen setzen, was die Vergünstigung von Wohnraum angeht. Aber dann kommen wir zum Lieblingsthema, dem Frankfurter Bogen. Ja, da hat man den Eindruck, Sie haben das Bauland im Umland von Frankfurt quasi erfunden. Das gab es schon vorher, und es wird es auch weitergeben. Aber da muss ich Ihnen sagen, Kompliment, eine Top-PR-Arbeit, tolle Überschriften, klasse Logo, der Flyer, einfach hervorragend. Aber glauben Sie allen Ernstes, dass Sie mit der Übernahme von Planungskosten und dem Kauf von Belegungsrechten wirklich etwas substanziell bewirken können? Das Problem sind nicht die Erschließungskosten, das Problem sind auch nicht die Investitionskosten. Das Problem bei den Kommunen, das wissen Sie genau, sind die Folgekosten, insbesondere bei der Betreuung. Da muss das Land sich viel, viel mehr engagieren, und dann werden Sie auch Erfolge sehen. Da bin ich mal auf die Beantwortung meiner Kleinen Anfrage gespannt, wie viele Kommunen hier eigentlich mitmachen. Sie müssen am Ende die Kommunen nachhaltig bei der Betreuung unterstützen, damit es nicht unattraktiv ist, neue Wohnbevölkerung anzusiedeln. Das ist das Entscheidende. In Ihrem Haus aber werden Mäuse geboren und keine Tiger. Und deswegen sind diese kleinen Vorschläge, die Sie da gemacht haben, am Ende Rohrkrepierer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluss der Energieminister, ich kann das kurz halten, der Kollege Rock hat dazu schon vieles gesagt, 4 neue Windräder in 2019 für die Energiewende. Respekt, Herr Minister, man könnte meinen, es ist Vernunft endlich eingekehrt. Zu Zora will ich gar nichts sagen, da sind Sie leicht gescheitert, um es milde zu formulieren, weil das Entscheidende, nämlich der Zwang, den Sie ja den Kommunen auferlegen wollten, endlich zu kooperieren, zumindest im Ballungsraum für die Mittelzentren, der ist ja jetzt rausgestrichen worden. Wir haben das mit großem Interesse verfolgt, und es war auch einer unserer Punkte, die wir natürlich bekämpft haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, super beim Superminister ist eigentlich nur eines, die Stellenentwicklung im Ministerium. Über 100 zusätzliche Stellen seit Amtsübernahme durch Tarek Al-Wazir, ein Zuwachs von satten 25%. Im gleichen Zeitraum haben Sie bei Hessen Mobil mehr als 120 Stellen abgebaut. Meine Damen und Herren, Sie brauchen mehr Ruderer und weniger Trommler auf Ihrem Schiff. Der Sound an Deck, der ist gut, aber das Schiff kommt leider nicht voran. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat die Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Janine, bitte. Ärgere mich nicht, ich bin noch ein bisschen krank. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit den Themen Wirtschaft, Verkehr, Energie und neuerdings auch Wohnen geht es in diesem Haushaltseinzelplan um einige der drängendsten Themenfelder der Politik. Es geht um Mobilität, es geht um Klimaschutz, es geht um das Thema bezahlbares Wohnen, es geht aber auch um das Thema Wohlstand, Industriepolitik und Berufsausbildung. Und hier gäbe es in all diesen Bereichen viel zu tun. Leider ist davon im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht viel erkennbar. Die wirtschaftliche Situation in Hessen sei gut, so wird es immer wieder gerne betont. Bezogen auf die bloßen Konjunkturdaten stimmt das auch. Aber, und darauf müssen wir immer wieder hinweisen, dieser Wohlstand kommt eben nicht bei allen an. Die Ungleichheit im Land ist immens.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat erst im Dezember festgestellt, dass die Armut in Hessen wächst und die Ungleichheit zunimmt, dass Hessen bei der Armutsquote mittlerweile über dem Bundesschnitt liegt, dass Mittelhessen zu den 12 ärmsten Regionen in Deutschland gehört. Und wir wissen, dass 500.000 Beschäftigte in Hessen zu Niedriglöhnen arbeiten, meine Damen und Herren. Es zeigt sich immer mehr, dass es eben so ist, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, es noch lange nicht allen gut geht, meine Damen und Herren. Siehe Continental. Continental, einer der größten hessischen Arbeitgeber, ein Konzern, der in den letzten Jahren Milliardengewinne machte und die Dividenden an die Aktionären erhöht hat. Dieses Unternehmen will jetzt 7.000 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen, davon 2.200 in Babenhausen. Das heißt, 2.200 Beschäftigte und ihre Familien, die dort um ihre Zukunft sich Sorgen machen und die nicht wissen, wie es weitergeht. Die Belegschaften und die IG Metall wehren sich gegen diese Pläne, und wir wünschen Ihnen als LINKE viel Erfolg dabei. Und auch an anderen Orten in Hessen sind Industriearbeitsplätze gefährdet. Da muss man vielleicht mal hinweisen. Es war jetzt in der Haushaltsdebatte viel die Rede von den Fintechs und den Start-ups. Aber lassen Sie uns bitte über die Industriearbeitsplätze auch in Hessen reden, gerade wenn wir an Unternehmen wie Opel denken. Gerade wenn wir über die Automobilindustrie sprechen, da wäre es doch vonseiten der Landespolitik dringend nötig, Zukunftskonzepte zu entwickeln, wie man die Automobilindustrie zukunftsfest umbauen kann, dass die Arbeitsplätze langfristig gesichert werden mit intelligenten Mobilitätskonzepten. Und ich finde, da kommt einfach viel zu wenig, Herr Minister, da kommt viel zu wenig von der Landesregierung. Weil wir müssen uns ja immer wieder verdeutlichen, dass der gesellschaftliche Reichtum, das Fundament des gesellschaftlichen Reichtums, der wird nicht an der Börse spekuliert, sondern das Fundament dieses Reichtums wird von den Menschen eben gerade auch in der Industrie geschaffen. Und deswegen würde ich es für wichtig halten, dass gerade auch ein Wirtschaftsminister sich auf die Seite der Beschäftigten stellt, sich solidarisch zeigt, wenn Massenentlassungen anstehen, gerade in Unternehmen, die hochprofitabel sind, meine Damen und Herren. Und natürlich hängen die wirtschaftlichen Sorgen vieler Hessinnen und Hessen direkt mit der Situation auf dem Wohnungsmarkt zusammen. Die Zahlen zeigen, dass wir es längst mit einer ausgewachsenen Wohnungskrise zu tun haben. Auf unsere Anfrage hin gab es gerade Anfang Januar neue erschreckende Zahlen. Die Angebotsmieten sind im Zeitraum von 2008 bis 2018 um fast die Hälfte gestiegen, in Fulda sogar um 70%. Die Bestandsmieten hessenweit von 2014 bis 2018 um knapp ein Viertel. Dieser Mietenwahnsinn bedroht die Menschen direkt in ihrem Alltag, und er führt zu Verdrängung von einkommensschwachen Mieterinnen und Mietern aus den Innenstädten. Und angesichts dieser dramatischen Situation, die wir auf hessischen Wohnungsmärkten haben, ist das, was von Schwarz-Grün kommt, nichts anderes als wohnungspolitische Realitätsverweigerung. Es ist unterlassene Hilfeleistung für die Mieterinnen und Mieter in Hessen. Bei der sozialen Wohnraumförderung verteilen Sie vermeintlich hohe Fördermittel, die aber in der Realität überhaupt keinen Effekt haben. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt und sinkt. Es sind jetzt kaum mehr als 80.000 in ganz Hessen. Und das ist ja kein Wunder, wenn jedes Jahr tausende Wohnungen aus der Sozialbindung fallen und nicht mal 1.000 neue gebaut werden. Frankfurt hat es geschafft, im ganzen Jahr 2018 45 neue Sozialwohnungen zu bauen. 45 in der gesamten Stadt Frankfurt. Ja. Und das zeigt doch, dass die Wohnungspolitik, ja, nicht nur in Hessen, auch in Frankfurt, aber jetzt reden wir über Hessen, mutlos ist, sie ist wirkungslos und sie ist unsozial. Und die Zeche dafür zahlen die Mieterinnen und Mieter. Der private Wohnungsmarkt ist nicht die Antwort auf die Wohnungsfrage, im Gegenteil. Wenn wir Mietenwahnsinn und Verdrängung wirklich bekämpfen wollen, dann brauchen wir konsequente Eingriffe in den privaten Wohnungsmarkt, einen starken Mieterschutz mit einem echten Mietendeckel. Wir brauchen eine soziale Wohnraumförderung. Wir brauchen ein Sofortprogramm für 10.000 neue Sozialwohnungen im Jahr und 2.000 neue Studierendenwohnungen.
Wir brauchen endlich ein Gesetz gegen Wohnraumzweckentfremdung, das im Übrigen dem Haushalt erst einmal gar überhaupt nichts kosten würde, das ohne zusätzliche Kosten für das Land möglich wäre und konkret helfen würde. Und wir brauchen ein Programm zur sozial-ökologischen Modernisierung von Wohnungsbeständen, das verhindert, dass die Modernisierungskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden und die Mieten auch dadurch immer weiter steigen. Alles das wäre notwendig. Es findet sich leider herzlich wenig davon im vorliegenden Haushaltsentwurf. Die Energiewende ist in Hessen praktisch zum Stillstand gekommen. Ganze 4 neue Windräder sind im ersten Jahr von Schwarz-Grün 2.0 in ganz Hessen ans Netz gegangen. Das ist praktisch ein Ausbaustopp und die zweitschlechteste Bilanz aller Flächenländer nach dem Saarland. Und das kann man, Herr Minister, eben nicht alleine mit bundespolitischen Rahmenbedingungen begründen. Unter einer CDU-Regierung wäre es ja durchaus erwartbar gewesen, aber das kann doch nicht die Bilanz einer grünen Regierungsbeteiligung sein, dass energiepolitisch von den einstmal so ambitionierten Zielen der GRÜNEN kaum noch etwas übrig geblieben ist. Und das hilft eben nicht, da vorwurfsvoll auf den Mund zu zeigen, auch wenn wir natürlich die Energiepolitik des Bundes kritisieren. Aber auch in Hessen schöpft man doch die Möglichkeiten nicht aus. Was ist denn mit der pachtfreien Überlassung landeseigener Flächen an die Kommunen, um dort Windkraftanlagen zu betreiben? Was ist denn mit den Hürden in der Landesplanung, die weiterhin zu hoch sind? Also hier gäbe es doch eine ganze Menge Möglichkeiten, auch in Hessen besser zu sein als der zweitschlechteste, meine Damen und Herren. Und der Klimaschutz braucht auch eine Verkehrswende. Der Energieverbrauch im Verkehrssektor steigt von Jahr zu Jahr an. Der Verkehrssektor ist mit etwa 38% auch der größte CO2-Emittent in Hessen. Auch hier brauchen wir Veränderungen. Und gerade wenn wir uns den Konflikt am Frankfurter Flughafen anschauen, da versuchen ja die GRÜNEN wirklich, das Problem einfach auszusitzen. In der ersten Amtszeit, Herr Al-Wazir, in Ihrer ersten Amtszeit, da kamen die ganzen Placebos mit dem Versuch, die Anwohner zu beruhigen. Die Lärmverschiebungen, eine Lärmobergrenze, bei dem das Limit höher liegt als die heutige Belastung ist, und die Möglichkeit und noch einmal die Prüfung von Terminal 3. Nichts von dem hat dafür gesorgt, dass es ruhiger wurde. Und die guten Arbeitsplätze, die ja immer angeführt wurden, weil man den Flughafen immer weiter ausbauen müsste, diese guten Arbeitsplätze, die bewahrt werden sollten, die geraten immer weiter unter Druck. Und sie geraten unter Druck durch Billigflieger wie Ryanair, die gezielt angelockt wurden mitsamt ihrer Dumpingmethoden. Sie geraten unter Druck, weil die Lufthansa zum Beispiel jetzt ihr Catering-Geschäft komplett verkauft, weil es bei den Bodenverkehrsdiensten so ist, dass die Beschäftigten mehr oder weniger zur Verfügungsmasse von Ausschreibungen geworden sind. Und die Gewerkschaft Verdi spricht von einem zunehmend erbarmungslosen Absenkungswettbewerb um die niedrigsten Lohnkosten, die geringsten Qualifikationskosten und den knappsten Personaleinsatz. Das sind Zustände. Frau Abgeordnete Wissler, ich wollte Sie nur an die Redezeit erinnern, die vereinbart wurde. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich glaube, ich brauche noch einen Moment, aber ich nehme mir nur selber die Zeit weg. Meine Damen und Herren, das wird sich nicht ändern, diese Arbeitsbedingungen, wenn noch mehr Flieger landen. Und deshalb sagen wir, die Arbeitsbedingungen am Flughafen, die dürfen nicht immer prekärer werden. Die dürfen nicht immer mehr zur Dumpingkonkurrenz führen. Wir brauchen gute Arbeit am Frankfurter Flughafen für die Beschäftigten dort. Wir brauchen eine Verkehrswende, und wir brauchen eine völlig neue Art, Mobilität zu denken, aus ökologischen, aber auch aus sozialen Gründen. Kein Mensch sollte auf das Auto angewiesen sein, um alltägliche Wege zurückzulegen, auch nicht auf dem Land. Und bei den GRÜNEN, bei Schwarz-Grün, werden ja derzeit die Mitnahmebänke und die Bürgerbusse gefeiert, für deren Anschaffung sie dann Mittel im Haushalt erhöhen. Und ich will noch einmal darauf hinweisen, hier springen Ehrenamtliche ein für Aufgaben, die staatliche Aufgaben sind. Und nichts gegen dieses ehrenamtliche Engagement. Toll, dass Menschen das machen. Das ist so ähnlich wie bei den Tafeln. Toll, dass es gemacht wird. Schlimm, dass es überhaupt notwendig ist. Das ist doch Mobilität als Almosen für Mobilitätseingeschränkte, für Senioren. Aber das ist doch kein attraktiver ÖPNV auf dem Land und erst recht keine Verkehrswende.
Und auch das verkehrspolitische Vorzeigeprojekt der GRÜNEN in der Landesregierung, die Fahrkarten für einzelne Bevölkerungsgruppen. Ja, das ist gut für diese Gruppen, und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings entstehen auch neue Ungerechtigkeiten. Die Preise für alle normalen Fahrkartenkäufer steigen nämlich zum Jahreswechsel erneut oberhalb der Inflationsrate. Und deshalb, was wir brauchen, ist ein bezahlbarer ÖPNV für alle. Busse und Bahnen müssen billiger werden, am besten für die Nutzer kostenlos, damit eben mehr Menschen als heute Busse und Bahnen benutzen, weil das ist gut fürs Klima, das ist gut für die Luft in den Städten, für die Umwelt und das ist auch gut für die Mobilität der Menschen, meine Damen und Herren. Und natürlich brauchen wir dazu einen Ausbau des Angebotes. Im wachsenden Rhein-Main-Gebiet brauchen wir dringend mehr Kapazitäten. Und auf dem Land brauchen die Menschen überhaupt erst einmal wieder ein ÖPNV-Angebot, damit sie nicht vollkommen abgehängt sind. Und auch bei der Barrierefreiheit gibt es eine Menge zu tun. Wenn man sich da viele Bahnhöfe anschaut, das geht viel zu langsam voran. Umständliche Rampen an den Zügen können nur eine Übergangslösung sein. Wir brauchen barrierefreie Bahnhöfe, die auch jeder nutzen kann und nicht aufgeschmissen ist, wenn mal wieder ein Fahrstuhl kaputt ist, meine Damen und Herren. Auch bei der Fahrradinfrastruktur gibt es eine große Diskrepanz zwischen Eigenlob der Landesregierung und der gefühlten Wirklichkeit im Land. Die in der letzten Legislatur vollmundig gestartete Radwegeoffensive an Landstraßen hat nur wenige Kilometer neuen Radweg geschaffen, und die vom Land unterfinanzierten Kommunen haben keine Mittel für eine zusammenhängende Planung von Radnetzen. Und so kommt es zu den berüchtigten im Nichts endenden Radwegen und gefährlichen Schutzstreifen als Sparvariante. Das ist aber keine sinnvolle Fahrradinfrastruktur, und auch hier ist noch ein sehr weiter Weg zu gehen. Und gerade hier erwarten wir von einem grünen Verkehrsminister, dass hier mehr Radwegeausbau passiert, als wir das gerade erleben, meine Damen und Herren. Einen letzten Bereich will ich noch ansprechen, und das ist die Entwicklungszusammenarbeit. Hier erhöhen Sie die Mittel etwas, aber weiterhin gilt, die Entwicklungszusammenarbeit bleibt chronisch unterfinanziert, nicht nur in Hessen, sondern insgesamt in Deutschland. Man muss sich aber daran erinnern, dass es mal 0,7 des Bruttoinlandsprodukts das Ziel waren, und das verfehlt Deutschland immer wieder. Und auch Hessen könnte in diesem Bereich deutlich mehr machen, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, was auch die langfristige Planbarkeit angeht für die Projekte, die sich dort drauf bewerben, meine Damen und Herren. Nun, die GRÜNEN sind deutlich gestärkt aus der letzten Landtagswahl hervorgegangen. Sie haben zwei neue Ministerien übernommen, und sie haben mit dem Wirtschaftsministerium eine Art Superministerium geschaffen, mit der Zuständigkeit für Verkehr, für Energie, für Wohnen, für Wirtschaft. Ein Ministerium, darauf will ich einmal hinweisen, das übrigens von einem Minister geführt wird, von zwei männlichen Staatssekretären und ausschließlich männlichen Abteilungsleitern. Ich will nur darauf hinweisen, dass auch in diesem Bereich das durchaus eine verpasste Chance ist, Herr Minister Al-Wazir. Also, das Thema Gleichstellung ist im Wirtschaftsministerium, das ist noch ein langer Weg. Auf der Führungsebene des Wirtschaftsministeriums haben wir nach wie vor eine frauenfreie Zone. Und auch an der Stelle hätten wir von einem grünen Minister doch mehr erwartet, als Sie das getan haben. Leider zeigt dieser Haushaltsentwurf den Mut und auch die Ratlosigkeit dieser Landesregierung. Sie haben gesagt, nach der Wahl, so grün war Hessen noch nie. Leider müssen wir attestieren, so schwarz war grün noch nie. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Wissler. Der letzte Redner ist Minister Al-Wazir für diesen Einzelplan. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, kurze Erinnerung. Wir sind nicht in der Generaldebatte, sondern eigentlich in der Debatte über den Einzelplan 07, Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Und ich will an dieser Stelle sagen, manchmal, ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört, die ganze Debatte, wundere ich mich über das, was die Opposition so umtreibt. Also die Linke träumt vom Sozialismus. Herr Naas offensichtlich von den Coverboys im Wirtschaftsministerium, die AfD vom Verbrennungsmotor und die SPD von der Regierungszeit von Georg August Zinn. Ich will an dieser Stelle einmal sagen, wir wollen über die Frage reden, wie Hessen vorne bleibt
und noch weiter nach vorne kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen zur Sache Wirtschaft. Erstmal, die Lage ist gut, muss man mal konstatieren. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 4,3 %, so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Besser als der Schnitt in Deutschland, besser als der Schnitt der westdeutschen Länder. Wir haben eine bessere wirtschaftliche Entwicklung als in anderen Ländern. Wir haben die höchste Zahl an Beschäftigten, die es jemals gab. Wir haben mehr Zuwachs an dieser Beschäftigung in anderen Ländern. Wir haben, Frau Kollegin Wissler, einen Reallohnzuwachs, sehr, sehr deutlich. Wir haben einen höheren Anteil inzwischen wieder der Löhne und Gehälter am Gesamteinkommen. Das war lange Jahre anders. Und wir haben, das ist mir ganz besonders wichtig, auch einen Rückgang in der Langzeitarbeitslosigkeit. Das heißt, der wirtschaftliche Aufschwung kommt auch in Bereichen an, in denen er früher nicht angekommen ist. Und das ist eine gute Nachricht. Und Hessen ist da vorne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben natürlich in 2020 ein schwieriges Jahr, was vor uns steht. Das ist so. Brexit, internationale Verwerfungen. Aber ich will an dieser Stelle auch einmal sagen, dass diese Regierung gezeigt hat, dass sie auch sehr schnell handlungsfähig wird und ist, wenn es schwierig wird. Ich darf an dieser Stelle einmal sagen, Stichwort Condor, da haben wir innerhalb von ganz kurzer Zeit, von wenigen Tagen, gezeigt, dass wir sehr schnell handeln können und am Ende sehr schnell, sehr effizient, auch im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und glücklicherweise erfolgreich waren. Auch das ist eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist klar, dass in der Industrie schwere Zeiten bevorstehen in bestimmten Bereichen. Natürlich, auch da werden wir, wenn es sein muss, sehr schnell handlungsfähig sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir kümmern uns auch um das Neue, um die Zukunft. Und deswegen weiß ich überhaupt nicht, was hier an der Start-up-Förderung herumgemäkelt wird, die wir auf den Weg bringen. Wir müssen ja jetzt das fördern, was dann in 10, 20, 30 Jahren vielleicht Deutschland, Europa und vielleicht sogar weltweit führend sein soll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, vielleicht muss man das an diesem Punkt einmal sagen, der neue Risikokapitalfonds, der zielt auf die zweite Phase, weil in der ersten Phase haben wir schon relativ viel. Und das ist genau das Neue, dass wir an dieser Stelle sagen, dass wir Neues fördern wollen. Wir haben das mit dem Tech-Quartier gemacht. Wir werden das mit dem KI-Hub machen, Stichwort künstliche Intelligenz. Und wir werden das auch mit dem Green Finance Cluster machen, was wir angeschoben haben. Und wenn Sie mir überlege, wie sehr sich noch Herr Naas die FDP vor 5 Jahren lustig gemacht hat nach dem Motto Green Finance, was soll denn das sein? Dann gucken Sie einmal, wo heute die ganze Welt, die Europäische Kommission darüber redet, was die Aufgaben der nächsten Jahre sein wird und was das am Ende auch für eine ökonomische Bedeutung haben wird für dieses Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doch. Wir machen uns Gedanken über das Bündnis Ausbildung. Das haben wir gerade verlängert. Das war sehr erfolgreich. Wir waren letztes Jahr in Hessen eines der ganz wenigen Bundesländer, was noch ein Plus an Auszubildenden in der beruflichen Bildung hatte, im Gegensatz zu vielen anderen. Wir wollen das ausdrücklich fördern, weil wir überzeugt davon sind, dass wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken müssen und das gemeinsam mit den Kammern, mit den anderen Verbänden, mit den Gewerkschaften tun wollen. Das machen wir sehr erfolgreich, und wir kümmern uns in diesem Haushalt gerade auch um die, die es nicht so leicht haben, Stichwort Hauptschülerprogramm, Stichwort Wirtschaft integriert, weil wir überzeugt davon sind, dass wir auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die vielleicht bevorstehen, dafür sorgen müssen, dass Leute gut ausgebildet sind, weil das auf lange Sicht die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und auch das Beste ist, was wir tun können, um am Ende dem Wirtschaftsstandort Gutes zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und im Bereich der Energie haben wir natürlich, und da bin ich nicht derjenige, der das Schwarze-Peter-Spiel spielt. Wissen Sie, Herr Kollege Eckert, Frau Kollegin Wissler, gestern Abend bin ich sozusagen kurz zum Runterkommen, mache ich noch einmal den Fernseher an, sehe dort, ich weiß nicht, was es war, Nachtjournal, Nachtmagazin, irgendwie sowas, Bericht, bundesweiter Einbruch bei der Windkraft. Heute Morgen mache ich das Radio an, das Erste, was ich höre, Debatte über die Frage, wie man den bundesweiten Einbruch, aber für Sie bin nur ich verantwortlich für den bundesweiten Einbruch der Windkraft. So ein großartiger Superminister bin ich nun wirklich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich auch noch, ja, dass ich auch noch
dass ich auch noch dafür verantwortlich bin, wenn in 15 anderen Ländern der Windkraftausbau vorangeht. Aber ich sehe, ich trage zur Erheiterung und zur Freude bei der FDP bei. Ihr habt ja sonst nicht viel zu lassen. Also gern geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir arbeiten auch in diesem Haushalt. Ich darf einmal daran erinnern, die Landesenergieagentur wurde ausgegründet. Wir arbeiten an der Wärmewende. Wir unterstützen Kommunen bei der energetischen Stadtsanierung. Wir wollen an dieser Stelle weitermachen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch bei Einsparung und Effizienz. Ich hoffe, das trifft auf Ihre Unterstützung. Und ich weiß überhaupt nicht, Herr Kollege Naas, warum Sie sich über die Fahrradprofessuren lustig machen. Da wird doch nicht das Radfahren erforscht. Wie kommen Sie auf so, Entschuldigung, eher unterkomplexe Betrachtungen der Wirklichkeit? Da geht es um die Frage, wie die Zukunft der Mobilität aussieht, wie man Wegeketten macht, wie man zu Fuß gehen, Radfahren, Busse, Bahnen, Auto, alles zusammenbringt. Das ist genau die Frage von Zukunft. Und wenn am Ende der Bundesverkehrsminister Andi Scheuer, der ist ja jetzt nicht als Grüner aufgefallen in seinem Leben bisher, solche Radprofessuren bundesweit ausschreibt, 7 Stück, und von denen kommen 3 nach Hessen, dann zeigt das doch eher, wie gut wir sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da kann man doch einmal stolz drauf sein und sagen, ja, unsere Hochschulen sind gut und die Verkehrspolitik in diesem Land ist auch gut. Also insofern, ich weiß nicht, Sie sagen Stichwort Übergang Verkehr. Herr Naas, vielleicht hat was damit zu tun, wenn man sozusagen nicht so viel beitragen kann an der Kritik, an dem, was wirklich wichtig ist, dass man sich dann eher auf karnevalistische Nebenpfade begibt. Ich will das mal so sagen. Herr Naas, natürlich weiß ich, dass es Ihnen wehtun muss. Dass es Ihnen wehtun muss, wenn ein grüner Verkehrsminister der Erste ist, der es schafft, und das werden wir 2020, das haben wir vor, und das werden wir hoffentlich auch schaffen, der Erste ist, dem es gelingt, in Hessen mehr als 1 Milliarde € in den Straßenbau zu investieren. Das tut Ihnen weh, weil Sie haben das nicht hingekriegt, Herr Naas. Das ist Ihr Problem. Und natürlich machen wir das. Deswegen machen wir das mit einem anderen Schwerpunkt, Stichwort Sanierung, mit allem, was dazugehört. Das ist natürlich etwas anderes. Aber das klappt natürlich nur, weil wir auch die Planungskapazitäten bereitstellen und weil wir im Vergleich zu Ihrer Verantwortung, Herr Naas, da waren Sie ja noch im Ministerium teilweise, die Mittel für die Beauftragung von externen Ingenieuren und Planern mehr als verdoppelt haben in den letzten Jahren. Deswegen will ich das an dieser Stelle ausdrücken. Sagen. Und wir sind übrigens auch bei den Landesmitteln, Stichwort Landesstraßenbau und Ingenieurmittel, was wirklich aus dem Landeshaushalt kommt, auf einem Niveau, auf dem wir noch nicht einmal in der Zeit der Konjunkturprogramme waren. Also bitte schauen Sie sich doch einmal die Wirklichkeit an, lieber Kollege Naas. Und die Schienenprojekte gehen voran. Die RTW, über die ist jahrzehntelang nur geredet worden. Der Bau ist beschlossen. Die Nordmainische S-Bahn, die ersten Baumaßnahmen in Vorabmaßnahmen werden 2020 beginnen. Und wir arbeiten an vielen anderen Punkten. Und deswegen lassen Sie mich an dieser Stelle nur kurz sagen, ja, ich bin stolz auf die Flatrate-Tickets in Hessen. Schülerticket, Landesticket, Seniorenticket. Wenn am Ende die Hälfte aller Hessinnen und Hessen entweder umsonst fahren, wenn sie unter 6 sind oder vom Arbeitgeber ein Jobticket gestellt bekommen oder für höchstens 1 € am Tag eine Jahreskarte erwerben können, dann können wir doch einmal stolz darauf sein und sagen, ja, Hessen ist an dieser Stelle vorne und andere Länder kopieren unser Modell. Und das freut mich, weil, wie sagte Oscar Wilde, die Kopie ist die höchste Form der Anerkennung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, deswegen freuen wir uns darüber. Freuen wir uns darüber, und Frau Kollegin Faeser, weil sie es gestern nicht da, sagen Sie es hier bitte weiter, weil sie es gestern wieder gesagt hat. Nein, wir haben keine Werbekampagne bezahlt. Wir haben einen gewissen Zuschuss gegeben zur Werbekampagne, die die Verkehrsverbünde gemacht haben, damit viele Seniorentickets verkauft werden. Da müssen die Leute es ja wissen, dass es so etwas gibt. Aber wissen Sie, von mir gab es keine großen Anzeigen und Plakate mit mir drauf. Aber neulich lief ich durch die B-Ebene der Frankfurter Hauptwache. Wer schaut mich an? Der Peter Feldmann mit einem großen Plakat. Ich weiß nicht, wer das an dieser Stelle gemacht hat. Ich kann Ihnen an diesem Punkt nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, bevor Sie da mit einem Finger auf mich zeigen, weil vielleicht zeigen mindestens 4 Finger auf die SPD zurück. Und deswegen
Nächster Punkt, letzter Punkt, Wohnen. Ich will an dieser Stelle auch noch einmal sagen, ich will mit etwas ganz anderem anfangen, mit der Städtebauförderung. Wir haben im Haushalt 2020 jetzt die kompletten Mittel, um alle Bundesprogramme kofinanzieren zu können. Komplementärmittel komplett drin. Danke an dieser Stelle an den Finanzminister. Es war eine lange Debatte. Wir werden in diesen ganzen Bereichen, die Sie kennen, soziale Stadt, aktive Kernbereiche und auch im Jahr 2020 viel tun, damit die Lebenssituation der Menschen vor Ort besser wird. Und auch an dieser Stelle eine Bitte. Sie wissen es ja eigentlich besser. Verwechseln Sie nicht kamerale Liquidität mit Bewilligungsvolumen, weil auch die Kollegin Faeser wieder gesagt hat, wir würden da Geld kürzen. Wir werden im Jahr 2020 300 Millionen € zusagen können aus dem Einzelplan 07 und aus dem Vermögen Helaba-WIBank für die Förderung des sozialen Wohnraums. Das sind 100 Millionen mehr als im Jahr 2019. Ich sage das hier, ich werde es auch weiterhin sagen, kein Projekt des sozialen Wohnungsbaus in Hessen wird an fehlendem Geld scheitern. Kein Projekt wird an fehlendem Geld scheitern. Aber was wir hinkriegen müssen, wir müssen die Fläche mobilisieren, die Fläche, damit am Ende auch die Wohnungen gebaut werden können, die wir dann fördern wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird die große Aufgabe sein. Und deswegen weiß ich nicht, warum Sie sich am großen Frankfurter Bogen abarbeiten. Wir fördern den ländlichen Raum. Kollegin Hinz wird bestimmt gleich bei ihrem Einzelplan viel über den ländlichen Raum, die Förderung des ländlichen Raums sagen, ausdrücklich. Und jede Attraktivierung des ländlichen Raums ist auch indirekt eine Verbesserung für die Ballungsraumsituation. Ganz klar, man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir im Ballungsraum diesen Druck haben, dann müssen wir uns ja auch überlegen, wie wir da den Wohnungsbau vorantreiben können. Und da gibt es kein Geldproblem mehr, da gibt es auch kein Kapitalproblem mehr. Im Gegenteil, manchmal habe ich eher das Gefühl, da ist an bestimmten Bereichen zu viel Kapital unterwegs, sondern wir müssen die Fläche mobilisieren. Und an dieser Stelle zu schauen, dass wir am Ende die Kommunen anbieten wollen, sie an dieser Frage zu unterstützen, da kann man sich darüber lustig machen. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass das genau der richtige Weg ist und dass dieser Weg ausdrücklich auch Erfolg haben wird. Also, Hessen ist vorne in der Wirtschaft, bei der Energie, beim Verkehr und auch beim Wohnen. Unterm Strich, Koalition gut, Regierung gut, Hessen vorn, Glück auf. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Damit ist der Einzelplan 07 besprochen.